Willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Trophy Tipp bei Far Cry 5. Dieses Mal ist das ein Vogel. Dabei müsst ihr ja 5000 Meter nicht am Stück im Wingsuit zurücklegen. Wie gesagt, nicht am Stück. Alle Flüge mit Wingsuit zählen zusammen. Also habt ihr kurz oder lang sowieso diese Trophy. Aber ich zeige euch mal eine Methode, um das ganze Ding zu boosten. Geht natürlich in jeder Region. Ich bin jetzt hier in Shons Region. Und da ist hier so leicht überhalb von Force End so ein Helikopter laden. Na, wie man das hier sieht, da bei Hilgard Elektrizitätswerk zum Beispiel, aber geht natürlich an allen anderen Dingern mit Heli auch. Gibt es ein paar verschiedene hier auf der Karte, um dementsprechend das Ding zu triggern. Natürlich solltet ihr auch nicht zu vergessen hier in den Vorteilen den Wingsuit dementsprechend gekauft haben. Kostet insgesamt vier Attributspunkte, um das Ding da zu kaufen. Deswegen, ja klar, das ist natürlich Voraussetzung, solltet ihr dabei haben, um damit schlussendlich L3 den Wingsuit anzulegen. Und jetzt könnt ihr auch schon denken, worauf ich hinaus will, nämlich wenn man jetzt hier ist bei dem Helikopter-Shop hier, um dementsprechend irgendeinen Helikopter auszuwählen, ist auch in dem Fall egal, alle haben die gleiche Steighöhe, von dem her ist es Hupe, ich nehme jetzt einfach mal diesen hier, zack, einmal spawnen lassen, das ganze Ding hier, da richtig schön einsteigen, in die schöne Kiste und dann halt dementsprechend einfach nur mit X ganz nach oben, bis es nicht mehr nach oben geht. Na, am besten auch schon mal so den Heli so ein bisschen so drehen, dass ihr vielleicht so ein bisschen abschüssigeres Gelände habt. Hier zum Beispiel, na, ist in dem Fall eher flacher, anstatt den Berg hoch, weil logischerweise fliegt ihr dann ja runter und wenn das Gelände auch runter geht, fliegt ihr weiter. Na, ist logisch, muss ich glaube ich nicht groß erwähnen, aber ich mache es trotzdem mal. Ja, einfach so weit nach oben, bis es nicht mehr nach oben geht. Ihr seht es selber schon, wenn ihr nichts groß drückt, außer X. An dem Pümpel vorne dran zum Beispiel, ob der noch weiter nach oben geht oder nicht. Schlussendlich, wenn er eh ganz oben wärt, macht der Heli biu, 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 biu und so ähnlich. Ja, um halt es zu signalisieren, dass hier die maximale Höhe erreicht ist, dann könnt ihr ja ganz normal einfach hier mit Viereck-Taste aussteigen, L3 drücken für den Wingsuit und dementsprechend einfach nur gleiten lassen, bis kurz vor Ende am besten mit Fallschirm landen, weil tut ihr euch nicht ganz so weh. Und das Ganze dann einfach, wenn ihr dementsprechend jetzt hier hinten schon gelandet wärt. Na, ihr müsst ja auch nicht nach unten drücken oder irgendwie sowas. Einfach nur Hände weg vom Controller bis kurz vor dem Aufprall, sage ich jetzt mal. Und dann nur mit X den Fallschirm kurz öffnen, dass ihr nicht hier mit der Nase im Dreck landet. Sollte normalerweise nichts ausmachen. Also den bis dahin zurückgelegten Weg mittels Wingsuit müsst ihr dennoch zählen. Sicher ist aber, weil es ja eventuell gepatcht werden könnte, landet lieber mit dem Fallschirm, dann klar natürlich auch, sobald ihr den Fallschirm öffnet, ab da unterbricht der Counter, der interne, kann man leider nicht nachgucken, wie viel man schon zurückgelegt hat. So, direkt zumindest hier unterbricht der Counter dann hier, sobald ihr den Fallschirm öffnet, auch ganz klar, weil dann natürlich hier Wingsuit geschlossen wird und der Fallschirm geöffnet wird. Deswegen ist es auch ratsam, dass ihr in dem Fall beide Vorteile habt hier mit Fallschirm und Wingsuit. Ja, aber andernfalls zählt es auch mit Wingsuit so bis zum Aufprall, sage ich es einmal. Das Ganze so oft dann wiederholen. Könnt ihr dann, wenn ihr gelandet wärt, einfach wieder dahin zurück. Schnell reisen, nächsten Heli anfordern, wieder nach oben fliegen und so weiter und so fort, bis es halt Bling macht. Man kann theoretisch gesehen auch hier in den Herausforderungen ist das Ganze auch mit drin. Das weiß ich natürlich nur nicht mehr hier, wo das jetzt genau gezählt wird. Aber irgendwo müsste das theoretisch doch an sich einzusehen sein, genau, hier ist es doch, mein Gott. So, hier unter Welt, na, bei den Herausforderungen, ihr seht es ja hier oben, kann man die Reiter durchswitchen, bis zu dieser Pyramide mit dem Bäumchen drin. Und da unter Welt ist die Wingsuit-Distanz in Metern, im Fall schon weit drüber. Und hier muss halt schlussendlich 5000 Meter stehen und dann macht es bei euch Bling. Ja, das war es aber an dieser Stelle. Viel Spaß beim Wingsuiten, haut rein, servus, ciao.